Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem kurzen Update-Video zu meinem Gaming Room. Und zwar, wie ihr im Hintergrund schon seht, habe ich mich ja jetzt dann doch für die weiß-rote Variante, also weiß-weinrote Variante entschieden mit diesem dunkelgrauen Streifen dazwischen. Habe mir das Ganze ja, für die Leute, die sehr interessiert, wie ich das gemacht habe, habe das Ganze mit dem Laser angezeichnet, der dementsprechend abgeklebt und halt bemalt, also jetzt keine große Hexerei. Und im Laufe des Videos werdet ihr dann auch sehen, wie die Wand als fertige aussieht, und da habe ich dann auch dann schon die Kabelkanäle montiert und die Lautsprecherkabel von der Heimkinoanlage so eingezogen, beziehungsweise die Kabel von der Surround Sound Anlage. Und zwar im Prinzip bin ich eigentlich ja schon fast fertig mit meinem Gaming Room, nur will ich euch da jetzt nicht zu viel zeigen. Und zwar aus dem Grund, weil ich eigentlich so eine Art Car-Porn, nur ein Gaming Room-Porn geplant habe, das Video. Und da will ich euch jetzt im Vorhinein nicht spoilern. Ich kann euch jetzt halt noch kurz erzählen, was jetzt noch so fehlt. Zwar wäre das ein Fernseher, plus eine Halterung für eine Wandmontage eben. Dann ein kleiner Kühlschrank, da hätte ich eigentlich einen Red Bull Kühlschrank geplant, aber die werden ja eigentlich nicht mehr produziert und dadurch ist es halt jetzt ziemlich schwer, an sowas ranzubekommen, beziehungsweise dann einen halbwegs guten noch zu bekommen. Kostet dann halt auch schon um die 300 Euro und das weiß nicht, ob es mir das dann auch wert ist. Muss ich mir, also da werde ich mir wahrscheinlich irgendeinen anderen holen, einen stinknormalen. Werde halt nur darauf achten, dass der halt auch leise ist. Nicht, dass man den dann in den Aufnahmen hört. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man überhaupt meinen PC hört. Kurz leise sein, aber ja. Werde ich dann eh beim Schnitt auch bemerken oder nicht bemerken, je nachdem, ob man hört oder nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt halt. Weil eigentlich, ich höre jetzt eigentlich keinen Hall. Ja, was fehlt noch? Der Fernseher. Der Kühlschrank, dann ein neuer Sessel, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mir dann einen Gaming-Sessel hole oder einen stinknormalen Bürosessel. Ich muss halt, ich habe schon geguckt nach einem Gaming-Sessel, nur die gefallen mir in der Form irgendwie nicht. Man muss ja da halt auch schön aimen können. Werde ich schauen, je nachdem, und außerdem sind die auch übertrieben teuer. Und dann habe ich mir jetzt vor zwei Wochen, ich weiß es nicht, habe ich mir drei neue Monitore gekauft. Da war einer davon, hatte zwei Kratzer in der Bildfläche, den musste ich halt umtauschen. Der wurde halt neu bestellt und dann Ende der Woche kommt der hoffentlich an, so dass ich den dann am Samstag holen kann. Ansonsten ist eigentlich auch schon alles soweit fertig. Wie gesagt, mehr will ich euch jetzt auch nicht zeigen. Ich will ja nicht spoilern für den Gaming Room Porn. Ansonsten gibt es dann auch noch eines noch zu erwähnen. Und zwar ist ja nächste Woche dann schon der Mai. Also am Montag ist ja dann schon der 1. Mai. Und da kommt dann auch das nächste Giveaway. Und ich weiß nicht wann, irgendwann im Laufe der nächsten Woche halt. Und falls euch irgendein Preis einfällt, weil da habe ich ja auch noch nichts geplant, was ich dafür gewinnen werde. Aber wenn euch da was einfällt, könntet ihr mir das ja auch mal in die Kommentare klatschen. Ansonsten war es das dann auch mit dem Video. Halt wie gesagt, kurze Info oder ein kurzes Update zum Gaming Room. Mit einem Daumen nach oben würde ich mich freuen. Hilft mir auch weiter. Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.